Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des EduTalks von Werkstatt-BPB.de. Mein Name ist Miriam Menzel. Ich werde heute durch den EduTalk zum Thema Grenzen und Chancen von Historytelling, Grenzen und Chancen vom Erzählen von Geschichte im Bildungskontext führen. Und mir gegenüber am Bildschirm und Ihnen gegenüber sitzt Professor Dr. Thomas Helmuth, jetzt zugeschaltet aus Salzburg. Herzlich willkommen, Herr Helmuth. Dankeschön, ebenfalls herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass Sie sich auf dieses technische Experiment eingelassen haben. Wir werden nachher auch noch über Chancen und Grenzen der Digitalisierung sprechen. Wir haben schon einige heute erlebt. Ich möchte erst kurz was zu Ihnen sagen, Herr Helmuth. Dann haben Sie kurz Gelegenheit, sich auch nochmal selbst vorzustellen. Herr Helmuth ist Professor für Didaktik an der Didaktik der Geschichte und politischen Bildung an der Universität Salzburg. Er hat sich als Historiker lange mit der Kultur- und Sozialgeschichte befasst, unter anderem zur Geschichte des Salzes geforscht, zur Geschichte von Trink- und Esskultur. Vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ob das ein besonderes Interesse auch am Erzählen von Geschichte bei ihm ausgelöst hat. Er war selbst langjährig als Lehrer tätig an höheren Schulen und forscht seit einiger Zeit verstärkt zu subjektorientierter Geschichts- und Politikdidaktik. Sie sehen schon, ich muss hier heimlich ablesen zwischendurch. Hat sich ferner spezialisiert auf Geschichtskultur und Identitäten sowie die Geschichte des historischen und politischen Lernens. Das ist ziemlich viel. Ich habe Ihnen hier auch schon in der Mitte ein Fenster aufgemacht, wo Sie Weblinks finden. Wenn Sie mehr zur Biografie von Professor Dr. Helmuth finden wollen, können Sie sozusagen sich hier einen Link ziehen, wo Sie ein umfangreiches PDF finden. Er hat auch mehrere Auszeichnungen erhalten für seine wissenschaftlichen Arbeiten. Ich packe Ihnen den Link auch gleich nochmal hier in den Chat rein. Herr Helmuth, ich würde die Gelegenheit nutzen, dass Sie sich noch einmal kurz selbst vorstellen, vor allem die Dinge, die Ihnen wichtig erscheinen mit Bezug auf unser heutiges Thema. Also was hat Sie vielleicht auch genau zum Thema Geschichte erzählen, narrative Zugänge zur Geschichte geführt? Ja, also Sie haben schon sehr viel gesagt über mich. Da gibt es nicht mehr so viel zu sagen, außer vielleicht, dass ich noch Musik mache, aber das wird Sie wahrscheinlich jetzt nicht interessieren. Was hat mich zum Erzählen gebracht? Ja, schon relativ früh eigentlich hat das bei mir Faszination ausgelöst, gerade mit Geschichte. Das fing an mit Büchern, die mir vorgelesen wurden. Das fing an mit Fernsehfilmen, die ich unglaublich gern gesehen habe und in denen Geschichte eine Rolle gespielt hat. Und ich habe dabei auch viel gelernt, muss ich sagen. Also es war nicht nur irgendein Märchen, das ich hier aufgenommen habe, rezipiert habe, sondern ich habe mich mit diesen Themen stärker auseinandergesetzt. Und später ist mir natürlich auch bewusst geworden, dass das Erzählungen sind, dass diese Erzählungen nicht immer mit anderen Erzählungen übereinstimmen und so weiter. Aber das hat relativ früh begonnen. Und ich glaube, dass das Erzählen von Geschichten und auch Historytelling letztendlich durchaus sinnvoll sind, auch gerade in Zeiten, wo die Dekonstruktion, wir werden da noch genauer sprechen, nehme ich an, gerade in Zeiten, wo die Dekonstruktion so derart boomt. Ja. Soll ich weiter? Ich würde noch mal kurz eine Nachfrage stellen wollen. Sie haben gesagt, ich bin sozusagen mit dem Erzählen von Geschichten groß geworden. Da haben wir so ein bisschen, also die Kindheit und Jugend, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und Sie haben gesagt, später ist mir selbst bewusst geworden, dass das sozusagen Erzählungen sind, die nach einem bestimmten Muster gestrickt wurden. Können Sie das vielleicht kurz zeitlich einordnen, wann das war? Vielleicht in welchem Kontext? Hat das was mit dem Studium zu tun? Das hat schon früher begonnen, also so im Teenageralter, wo man sich politisch mit bestimmten Phänomenen beschäftigt hat und wo man plötzlich gemerkt hat, halt, da gibt es Erzählungen, die plötzlich, die nicht übereinstimmen mit anderen Erzählungen und so weiter. Also eigentlich ging es da auch über politische Partizipation und Engagement in diese Richtung, dass man plötzlich Erzählungen nicht mehr als Wahrheit empfunden hat, sondern die auch hinterfragt hat. Und das begann eigentlich schon im Teenageralter.
Auf die Notwendigkeit oder das Zusammenspiel auch von Konstruktion und Dekonstruktion von Geschichte werden wir später nochmal zurückkommen. Ich würde jetzt kurz einmal vorstellen, was wir heute noch so vorhaben und Ihnen dann gleich auch nochmal Gelegenheit geben, Herr Helmuth, den Usern, den zugeschalteten Usern vorzustellen, wie die Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung und Sie zusammengekommen sind, was Sie schon sozusagen für einen Artikel für uns geschrieben haben, was so Ihre Hauptthesen zum Thema Historytelling im Bildungsbereich sind. Was wir heute vorhaben, sehen Sie auch in unserer Chat-Ansicht. Wir haben uns vier größere Themenblöcke vorgenommen. Ich habe die hier auch schon in unseren Chatverlauf reingeschrieben. Zum einen wollen wir noch mal kurz den Ist-Stand abholen. Ich will mit Herrn Professor Dr. Helmuth einmal mappen. Gibt es so etwas wie eine neue Lust am Erzählen von Geschichte? Vielleicht schauen wir einmal kurz in den Medien und einmal in den Bildungsbereich und dann schon darauf kommen, warum könnte das eine große Chance für den Bildungsbereich sein? Wir wollen aber heute auch darüber sprechen, wo liegen eigentlich Grenzen der Methode Historytelling? In einem zweiten Teil wollen wir einmal verorten, wie Professor Dr. Helmuth mit seiner Position zum Historytelling innerhalb der Geschichtsdidaktik dasteht. Was ist eigentlich so? Was sind andere aktuelle Positionen? Wir haben schon erwähnt, dass die Dekonstruktion von Geschichte eine Rolle spielte. Helmuth hat in seinem Text, den er für uns geschrieben hat, geschrieben, dass es lange ein Fokus auf die De der Fokus der Didaktik sehr lange auf der Dekonstruktion von Geschichte lag. In einem dritten Teil wollen wir uns damit beschäftigen, wie das Verhältnis von Historytelling und Digitalisierung aussieht. Was verändert sich vielleicht durch das Erzählen, wenn wir Geschichte erzählen, mittels Hard- und Software? Und in einem vierten Teil, dem wir möglichst viel Raum auch geben wollen, wollen wir uns mit ganz konkreten Beispielen von Historytelling im Klassenraum auseinandersetzen und hier auch nochmal auf die Frage kommen, was sind denn besondere Chancen, aber was sind eben auch Grenzen und Herausforderungen, was muss ich als Lehrperson beachten? Und am Schluss natürlich ein kurzes Fazit ziehen, einen Ausblick wagen. Wir haben insgesamt jetzt noch eine knappe Dreiviertelstunde Zeit für diesen Web-Talk und ich werde versuchen, diese Zeit gut einzuhalten, zusammen mit Ihnen, Herr Helmuth. Und würde gleich in unseren ersten Teil einsteigen wollen. Neue Lust am Erzählen. Wir hatten eine kleine Veranstaltung mit Lehrenden hier in Berlin. Da war ein Zitat, was ich nur kurz in diese Diskussion reinholen wollte. Man macht es doch öfter, als man denkt, aber anscheinend nicht so reflektiert. Also da ging es natürlich um die Methode Historytelling, narrative Zugänge zur Geschichte in den Unterricht einbeziehen. Das ist das eine Zitat, was ich uns mitgeben möchte. Und ein zweites Zitat stammt aus einem Interview, was wir mit einer Journalistikprofessorin geführt haben, die sozusagen mit Blick auf den Medienbereich feststellt und auch mit Blick auf die Digitalisierung, da rollt eine Lawine des Storytelling auf uns zu. Dieses Zitat stammt von Marlies Prinzing. Sie ist Journalistikprofessorin, ich hatte es gerade schon erwähnt, an der Makromedia in Köln. Herr Helmuth, was ist Ihre Wahrnehmung? Wie sehen Sie, Sie haben natürlich wahrscheinlich besseren Einblick in den Bildungsbereich, aber vielleicht was ist Ihnen auch aus dem Medienbereich bekannt? Würden Sie sagen, wir befinden uns in einer Zeit, wo es eine neue Lust am Erzählen gibt? Und Sie können das gerne auch schon sozusagen mit Ihrem Text, mit Ihrem Beitrag, den Sie für werkstattbbb.de geschrieben haben, verknüpfen. Ja, ich weiß nicht, ob es eine neue Lust gibt. Ich glaube, die Lust ist ungebrochen. Die Dekonstruktion wird im Geschichtsunterricht betrieben, wenn überhaupt. Aber wenn Sie sich die Medien anschauen, Guido Knopp und Co., also da wird sehr viel erzählt und das nicht erst jetzt, sondern das schon sehr lange. Also die neue Lust sehe ich eigentlich nicht, sondern ich sehe einfach eine ständige Lust am Erzählen, weshalb auch die Dekonstruktion dann immer so in der Fachdidaktik ins Zentrum gerückt wurde. Also hier habe ich nichts Neues zu entdecken. Wenn ich nach Österreich schaue, da wird jetzt über ein Haus der Geschichte, der österreichischen Geschichte diskutiert in Wien und da wird auch gefragt, welche Erzählungen sollen dort vorkommen. Und das hat auch denke ich, seine Berechtigung, weil Erzählungen eben wichtig sind. Nur muss man überlegen, wie diese Erzählungen aufgebaut sind, wie man damit umgeht. Also eine neue Lust ist nicht da, aber die Lust am Erzählen ist ungebrochen, da bin ich sicher. Grunde genommen, Storytelling bedeutet im landläufigen Sinn ja Erfahrungs- und Wissensvermittlung. Und mit Geschichten kann man auf anschauliche Art und Weise Wissen vermitteln. Man kann eigene Erfahrungen mit anderen teilen.
Storytelling ist also gleichsam eine klassische Kulturtechnik. Ich erzähle und du bekommst Wissen vermittelt. Ich teile dir die Erkenntnisse mit, die ich aus meinen Erfahrungen mit der Welt gewonnen habe. Das ist die eine Seite von Storytelling. Storytelling hat aber auch etwas mit Identitätsbildung zu tun. Und deswegen ist, glaube ich, die Lust auch so ungebrochen erzählen. Wir bringen sozusagen die Welt durch das Erzählen von Geschichten in eine überschaubare, in eine kontingente Struktur, könnte man sagen. Ich kann mir selbst solche Geschichten konstruieren oder ich übernehme auch Angebote von anderen, die freilich auch manipulativ sein können. Um also die Welt überschaubarer zu machen, knüpfen wir, wenn wir Richard Rorty zitieren, ein Netz kontingenter Beziehungen sozusagen. Und zwar rückwärts in die Vergangenheit und vorwärts in die Zukunft. Und genau da kommt auch schon das Historische ins Spiel. Also somit sind wir auch schon beim Storytelling. Mit Geschichte können wir besser Geschichten erzählen. Mit Geschichte konstituieren wir unsere Identität sozusagen. Also wir erklären mit dir, warum etwas so ist und nicht anders ist. Und vieles wird dabei aber ausgeklammert, weil es die Kontingenz stört sozusagen. Also die Frage, ob Storytelling in der Schule, aber auch in den Medien tatsächlich sinnvoll ist, die muss schon gestellt werden. Man muss auch fragen, sollten wir nicht viel mehr historische Erzählungen dekonstruieren, die Multiperspektivität fördern, Kausalitätslinien in Frage stellen? Und die Antwort dafür ist eigentlich ja und nein. Also einerseits beides, also beides sozusagen Konstruktion und Dekonstruktion von Geschichten schließen sich nämlich im Unterricht nicht aus. Also ich meine sogar, dass Dekonstruktion eigentlich nicht die einzige Antwort auf Absolutheitsansprüche von historischen Erzählungen sein können. Insbesondere nicht die einzige Antwort auf die politische Instrumentalisierung von Geschichtserzählungen. Wir müssen, glaube ich, viel mehr überlegen, ob es nicht Erzählungen gibt, die plausibler, vielleicht sogar wahrer, unter Anführungszeichen, als andere sind. Wir müssen zu Erzählungen anregen, das sage ich jetzt ganz überspitzt, zu Erzählungen anregen, die in einem demokratischen Rahmen funktionieren. Also diese Erzählungen müssen dann jenen Erzählungen, die das eben nicht tun, eben nicht in einem demokratischen Rahmen funktionieren, entgegengehalten werden. Ich kann auch ein Beispiel nennen. Zum Beispiel sind historische Erzählungen, die zeigen, dass Gesellschaft nur bestehen kann, wenn sie sich wandelt. Diese Erzählungen müssen eigentlich anderen Erzählungen, die den Niedergang von Kulturen durch Veränderungen propagieren, gegenüberstehen. Und die historische Forschung zeigt ja, dass Gesellschaften, die sich nicht transformieren, letztendlich zum Untergang geweiht sind. Und genau das ist eine wahre oder plausiblere Erzählung als jene, die von rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien beispielsweise verbreitet werden. Ja, vielen Dank für dieses einführende Statement und die, glaube ich, schon sehr plastisch gewordene große Chance, die in Erzählungen liegen kann, aber auch die große Gefahr. Sie haben gerade schon das Wort Manipulation erwähnt. Wir werden da noch im vierten Teil genauer darauf eingehen, weitere Beispiele nennen, die dann sehr stark in den Klassenraum hineinführen. Ich würde jetzt nochmal an Ihr Statement anknüpfen mit der Frage und kommen damit schon zum zweiten Teil unseres Web-Talks. Wie würden Sie denn das, was Sie jetzt gerade skizziert haben, ist das sozusagen Ihre Position? Grenzen Sie sich damit besonders stark von anderen Didaktikern ab? Gibt es Gegenpositionen? Wer macht eigentlich die Dekonstruktion von Geschichte so stark? Vielleicht können Sie für uns einmal kurz einordnen, wie sozusagen, wie besonders es jetzt wäre, als Didaktiker, aber auch als Lehrender, sich für das Erzählen von Geschichte stark zu machen und wovon man sich abgrenzen müsste oder was man mit auf dem Schirm haben müsste. Ja, also man macht sich natürlich angreifbar, wenn man in Zeiten der Dekonstruktion in der Fachdidaktik von Erzählungen, Geschichtserzählungen spricht. Allerdings, also es wird zunehmend wieder diskutiert. Wir hatten gerade in Basel vor einiger Zeit eine Tagung zu Public History
Und da kam auch die Frage auf, wie soll die Geschichtsdidaktik und die Politikdidaktik reagieren auf die zunehmende Gefährdung demokratischer Strukturen? Und da kann es eigentlich nicht sein, dass man nur dekonstruiert. Wenn das das Einzige ist, was wir haben, dann ist das eher schwach. Ja, also wir müssen sozusagen überlegen, und das sage ich jetzt hier und auch manche andere, wie wir sozusagen im demokratischen Rahmen doch wieder Erzählungen konstruieren können, die plausibler sind und die sozusagen gegen Rassismus gerichtet sind, gegen Ausländerfeindlichkeit wappnen, die Menschenrechte bewusst machen, die demokratisches Denken ermöglichen. Ich glaube, hier muss der Geschichtsunterricht wieder stärker sein. Manche mögen meinen, dass eben hier ebenfalls Indoktrination im Spiel ist, eine demokratische Indoktrination, aber ich meine, dass genau das Gegenteil angestrebt wird, nämlich Offenheit. Und der mündige Bürger oder die mündige Bürgerin vergleicht verschiedene Positionen miteinander, ist dann fähig, sich für eigene Positionen zu entscheiden, diese auch rational zu argumentieren. Dazu sind aber, ich nenne das mal, demokratische Erzählungen notwendig, denke ich. Also für eine Renaissance der historischen Erzählung spricht das durchaus, denke ich. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den man vielleicht auch nennen sollte. Der hat mir erst kürzlich eben auf der erwähnten Tagung in Basel über Public History, der hat mir erst kürzlich den Ruf eines unverbesserlichen Romantikers eingebracht. Ich pflege seitdem diesen Romantiker. Ich habe nämlich gemeint, Historytelling kann auch für ein History Teaching for Idleness dienen, also für einen Geschichtsunterricht zum Zweck des Müßiggangs. Das klingt zunächst tatsächlich sehr romantisch, vielleicht sogar esoterisch, aber das ist es bei weitem nicht. Die Beschäftigung mit Geschichte kann uns eine gewisse Zufriedenheit verschaffen, die für die individuelle Identitätsbildung von Bedeutung ist. Wir verstehen Literatur, weil wir historisch-politisch gebildet sind. Wir können uns mit Kunst auseinandersetzen, weil wir über historisch-politische Bildung gesellschaftliche Kontexte vermittelt bekommen. Wir bekommen Lust, gleichsam die Welt zu entdecken und dann in einem weiteren Schritt an ihr zu partizipieren. Damit hätte der Geschichtsunterricht dann, freilich über den Umweg identitätsbildender Funktionen, damit hätte der Geschichtsunterricht dann wieder seine politische Funktion erreicht. Und das, ohne auf einen reinen politischen Funktionalismus reduziert zu werden. Also beides, und das muss man auch noch erwähnen, sowohl der Bürger, der an der Gesellschaft politisch partizipiert, als auch der Bürger, der sich dem Müßiggang hingibt, sozusagen, die sind eigentlich im bürgerlichen Konzept der Mündigkeit enthalten. Der Müßiggang ist allerdings mit dem Utilitarismus irgendwie verloren gegangen. Also von Romantik keine Spur. Es geht eigentlich um Mündigkeit, auch beim Müßiggang sozusagen. Und da kann Storytelling durchaus wirksam sein. Ich würde noch einmal, ich Jetzt versuche höre mich hier gerade noch mal ins Bild ich. zu rücken, größer zu machen. Ja. Helmut, ich würde noch einmal die Frage trotzdem aufgreifen. Also vielen Dank schon einmal für diese sozusagen Ausführungen zu Ihrer Position. Vielleicht können Sie noch mal andere mögliche Positionen aufzeigen. Also von wem, vielleicht auch namentlich, grenzen Sie sich ab? Ich hätte noch den Punkt Gefahr der Emotionalisierung und Überwältigung. Also hier in Deutschland, gerade im Bereich der politischen Bildung, fühlen wir uns ja dem Bottelsbacher Konsens verpflichtet, der uns sozusagen unter anderem ein Überwältigungsverbot als Minimalkonsens auferlegt. Und das ist eine Frage, die auch immer wieder von Lehrenden kommt. Wie viel Emotionalisierung darf es sein? Sozusagen Geschichten erzählen, das ist für viele der nächste Schritt, ist sozusagen eine deutlich emotionalere Herangehensweise als andere rationalere, vermeintlich analytischere Zugänge zur Geschichte. Vielleicht könnten Sie da einfach nur noch mal kurz sagen, von welchen Positionen, also wie Sie darauf eingehen würden. Ich würde nur, während Sie vielleicht noch kurz nachdenken, einmal einschieben, wem auch immer eine Frage an Herrn Helmut jetzt noch einfällt. Der kann die einerseits hier im Chatverlauf einbringen, andererseits können auch auf Twitter oder Facebook oder sogar auf werkstattbpw.de innerhalb der Kommentarspalten unter Ihrem Artikel auch noch Fragen an Herrn Helmut eingereicht werden, die wir jetzt noch im Webtalk beantworten könnten in den nächsten 20 Minuten. Der Hashtag zu diesem Webtalk, unter dem wir twittern und auch Sie auf Twitter oder Facebook aktiv werden können, ist, ich schreibe ihn auch gleich nochmal hier in den Chatverlauf rein, Hashtag EduTalk15.
Und dann übergebe ich wieder an Sie, nochmal mit der Frage, welche Gegenposition gibt es vielleicht zu der Ihrigen und wie würden Sie auf den, ja, auf die Frage nach der Gefahr von Emotionalisierung oder nach einem Bedarf von Emotionalisierung vielleicht auch eingehen? Ja, ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt Gegenposition einnehme, sondern ich ergänze gewissermaßen. Also in der Geschichtsdidaktik haben wir in Österreich zumindest ganz stark das Modell Förderung und Entwicklung selbstreflexiven Geschichtsbewusstseins von Waltraud Schreiber in den Lehrplänen verankert. Ein Modell von vielen Kompetenzmodellen. Bei uns ist nur dieses Modell vor allen Dingen bekannt. Ich versuche dann immer auch die anderen Modelle, die in Deutschland entwickelt worden sind, vor allen Dingen bekannt zu machen, den Studierenden. Aber das sind natürlich Modelle, die alle oder sehr stark auf die Dekonstruktion ausgerichtet sind. Und die sind wichtig. Das heißt, die haben durchaus ihre Berechtigung und ihre Funktion gehabt. Aber was noch dazu kommt, ich glaube schon, dass wir auch zusätzlich verstärkt auf das Erzählen wieder rekurrieren müssen. Also ich glaube, dass das schon ein wichtiger Aspekt ist. Allerdings gibt es da zwei Grundbedingungen, und da kommen wir schon ins Emotionale und so weiter, die zu beachten sind. Also wenn man verstärkt im Unterricht historische Erzählungen einsetzt. Erstens wäre das, dass die Konstruktion der Geschichten eine reflexive bzw. eine selbstreflexive sein muss. Das heißt, es muss dem Geschichtenerzähler und dem Rezipienten von Geschichten bewusst sein, dass es sich um eine Konstruktion handelt. Und das ist auch eine methodische Frage im Unterricht. Und der zweite Punkt ist, es ist wichtig, dass die Emotionen, die beim Geschichtenerzählen entstehen können, in einer bestimmten Situation des Unterrichts auch auf eine Reflexionsebene gehoben und somit kognitiv verarbeitet werden. Also Schüler und Schülerinnen können also gerade in der Grundschule oder in der Sekundarstufe 1 durchaus erfinden. Sie müssen aber als Erfindung, diese Geschichten müssen als Erfindung erkannt werden und letztendlich auch auf ihre Triftigkeit überprüft werden. Die Konstruktion hat somit, könnte man sagen, bezogen auf der Methodenebene, hat somit immer die Dekonstruktion implizit zu beinhalten. Dadurch ist es also nicht ausgeschlossen und es ist auch durchaus legitim, dass manche Geschichten, also auch jene, die selbst konstruiert wurden, als wahrer als andere empfunden werden. Aber es muss klar sein, dass diese Geschichten immer sich wieder verändern können, von anderen abgelöst werden können und dass es andere Erklärungen, andere Geschichten ebenfalls gibt. Also Historytelling geht somit eigentlich über die klassische Kulturtechnik der Erfahrungs- und Wissensvermittlung hinaus. Also Historytelling ist Teil der Identitätsstiftung und zwar im Sinne eines dynamischen Identitätsverständnisses. Identität verändert sich ja laufend, sie ist in Bewegung und Geschichten helfen eigentlich diese Veränderungen, die ja oft auch als Bruch, als Identitätsbruch empfunden werden, Geschichten helfen diese Veränderungen zu ertragen, die Bruchlinien sozusagen zu kitten, ja, Kontingenz wieder zu erzeugen. Im Unterricht ist aber dafür eine differenzierte Methodik notwendig, dazu kommen wir ja noch etwas später. Genau, wir können diese Frage, die jetzt bei uns hier als vierter Teil ist, auch gerne vorziehen für die Frage, vor die Frage nach der Digitalisierung. Ich würde trotzdem gern, weil es hier meiner Meinung nach schon gut passt, eine User-Frage, die uns per E-Mail erreicht hat, jetzt schon stellen. Die knüpft sehr stark an das an, was Sie gerade schon gesagt haben, aber vielleicht können wir dem nochmal einen weiteren Aspekt abgewinnen. Die Frage der Userin war, läuft man bei History-Telling nicht Gefahr, zu sehr die Subjekte biografischen Aspekte gegenüber gesamtgesellschaftlichen Bezügen in den Vordergrund zu rücken, beziehungsweise den wissenschaftlichen Charakter der Geschichtswissenschaft auszuhöhlen. Also Sie haben gerade schon etwas gesagt, dass man ja diese subjektiv-biografischen Aspekte gerade braucht, um gesamtgesellschaftliche Bezüge besser verstehen zu können. Aber hier ist auch nochmal die Frage nach der Aushöhlung des wissenschaftlichen Anteils von Geschichte. Das glaube ich nicht unbedingt. Das kann natürlich, die Gefahr besteht natürlich, dass also sozusagen das Ganze nur mehr auf der subjektiven Ebene läuft und gesamtgesellschaftliche historische Kontexte verloren gehen. Ich glaube aber, dass im Sinne von konzeptuellen Lernen, das jetzt sehr modern ist, also dass man sozusagen auch Konzepte der Schüler und Schülerinnen zunächst erforscht und eruiert und versucht, diese Konzepte zu erweitern, dass gerade das Historytelling oder das Geschichte erzählen hier eine Möglichkeit bietet, dass man eben diese Konzepte
herausfiltert und erkennt. Wie gesagt, ab einer bestimmten Ebene muss das natürlich reflektiert werden und auf eine reflexive Ebene gehoben werden. Und da muss dann überprüft werden, wie schaut die Triftigkeit dieser Erzählungen aus. Man muss vergleichen mit Quellen, mit gesamtgesellschaftlichen Kontexten und so weiter. Aber ich glaube, dass es sehr helfen kann, durch Geschichten erzählen, die individuellen Konzepte herauszukitzeln aus den Schülern und Schülerinnen sozusagen. Ich habe jetzt hier, während Sie gesprochen haben, heimlich schon mal die Themenpunkte verändert und würde den ursprünglich als zuletzt angekündigten Themenpunkt History Telling im Klassenraum, Beispiele, Möglichkeiten, Grenzen und Herausforderungen jetzt etwas vorziehen, weil wir da quasi schon hingekommen sind und am Ende nochmal darauf zu sprechen kommen, welche Entwicklungen, die uns durch die Digitalisierung gegeben sind, können wir denn sozusagen damit verknüpfen? Vielleicht können wir die Frage auch schon ohnehin in eins setzen und Beispiele für konkrete Anwendungen, konkrete Lernsettings auch immer mit der Frage nach eher digitale oder analoge Tools verknüpfen. Herr Helmuth, Sie haben in dem Text, den Sie für werkstatt.bpb.de geschrieben haben, vom Storytelling zum Historytelling, drei Lernbereiche aufgemacht, in denen Historytelling sozusagen ja zum Einsatz kommen könnte. Drei Lernformen. Ich würde die drei jetzt hier noch einmal nennen und Sie bitten, Sie haben das auch in dem Text schon kurz beschrieben, aber diese vielleicht noch mal kurz zu beschreiben, was sie jeweils für besondere Möglichkeiten bieten und aber auch noch ein bisschen konkreter auszuführen, wie könnte das dann jetzt konkret im Klassenraum aussehen, wenn ich mich in diesen Lernformen bewege. Das ist einmal die Darbietende, zum Zweiten die Erarbeitende und zum Dritten die forschend entdeckende Lernformen. Sie haben gesagt, da muss man konkrete Unterscheidungen treffen. In jedem Bereich spielt History Telling nochmal eine eigene besondere Rolle. Könnten Sie das nochmal kurz ausführen? Ja, das ist die klassische Dreiteilung sozusagen. Darbietende und erarbeitende Lernformen sind uns sowieso bekannt. Das sind die klassischen Lehrervorträge oder das Arbeiten, das inhaltliche Bearbeiten, also Arbeiten an Texten, herausfiltern, welche Inhalte sind drinnen. Und da könnte man bei diesen beiden Formen, wäre Historytelling dazu geeignet, letztendlich Informationen zu vermitteln. Ja, also so im klassischen Sinne, man erzählt und vermittelt dabei Wissen und Informationen. Oder bei den erarbeitenden Lernformen, man dekonstruiert sozusagen historische Erzählungen und filtert, also Dekonstruktion wäre zu weit begriffen, man filtert, das ist das falsche Wort eigentlich dafür, man filtert Informationen aus Texten heraus, wobei Texte natürlich im weiteren Sinne zu verstehen sind. Nicht nur geschriebene Texte, Texte muss man weiterfassen. Dazu gehören auch Filme, möglicherweise gehören auch Denkmäler dazu, Gebäude, Kleidung ist auch ein Text. Also das wären sozusagen darbietende und erarbeitende Lernverfahren, die dann die notwendigen Informationen liefern, um forschend entdecken zu arbeiten. Und genau in diesem Bereich fällt dann das eigene Schreiben von Geschichten oder das eigene Erzählen und auch die Dekonstruktion historischer Erzählungen. Ich habe einige Beispiele genannt in diesem Text. Also zum Beispiel können Schüler zu einem Thema eigene Geschichten konstruieren und diese miteinander vergleichen. Wir haben hier wieder die subjektiven Ebenen, also die sehr deutlich werden und die, glaube ich, auch deutlich gemacht werden müssen. Wir rezipieren ja Geschichte subjektiv. Wenn wir davon sprechen, dass Geschichte für die Identitätsbildung von Bedeutung ist, dann werden wir Geschichte bzw. die Vergangenheit sehr unterschiedlich verwenden, um unsere Identität zu konstruieren. Und wenn ich hier mehrere Geschichten habe, die verglichen werden können, dann wird mir bewusst, dass Geschichten erzählen subjektiv ist. Das heißt, ich entkleide sozusagen die Erzählung der absoluten Wahrheit und stelle andere Wahrheiten dem gegenüber, unter Anführungszeichen. Also das wäre eine Möglichkeit, die beim forschend entdeckenden Lernen gemacht werden kann. Man könnte auch
Ja, wir können auch gleich auf das digitale Lernen eingehen. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, und das ist eine Erweiterung sozusagen der Methoden, hier gibt es eine Möglichkeit, dass man gemeinsam Geschichten schreibt. Also dass man versucht, eine Geschichte zu beginnen, ein anderer schreibt die weiter, man diskutiert die Geschichten, man verändert sie. Und das Schöne an dieser Form und an dieser Methode wäre, dass die Absolutheit von Geschichten, der Absolutheitsanspruch verloren geht. Man merkt selbst durch das Schreiben, durch das Verändern von Geschichte, der Geschichten, dass Geschichten immer in Bewegung sind, dass sie nicht Wahrheiten vermitteln, sondern ständig transformiert werden. Und da können digitale Tools, etwa wie Wiki, durchaus helfen. Also Wikis können hier eingesetzt werden. Nochmal kurz eingehakt. Zum einen ein Beispiel nachgereicht und Sie sagen mir, ob das sozusagen ein Beispiel für eine darbietende Lernform wäre. Also ein Lehrer beginnt seine Unterrichtsstunde zum Zweiten Weltkrieg, indem er ein Foto seines Großvaters zeigt. Den sieht man vielleicht in einer Uniform mit Orden und erzählt etwas zu der Biografie des Großvaters und genau, erklärt vielleicht auch, wo die Orden herkommen, wo er sich die verdient hat. Das wäre so ein Beispiel für eine darbietende Ja, eine Lernform. darbietende Lernform, ja, wobei man dann also nicht stehen bleiben kann und einfach sagen kann, so, das ist jetzt ein Held oder sonstiges, sondern man muss schon also dann weitergehen und fragen, ja, woher kommen die Orden, warum hat der Orden bekommen? Man muss sozusagen diese Geschichte auch dekonstruieren wieder, die da erzählt wird und nicht einfach stehen lassen. Ja? Also das wäre zu wenig, denke ich. Ja? Ist immer auch überhaupt auch vielleicht auch problematisch, wenn man als Lehrer den eigenen Großvater mit in den Unterricht zieht, könnte natürlich spannend sein, aber man macht sich natürlich auch angreifbar, weil man natürlich gerade bei Familienmitgliedern eine völlig ja oft sehr, sehr, sehr ja, verzerrte Sicht auf die Situation hat. Aber das wäre Da frage möglicherweise ich noch so. mal nach. Also ich würde eher sagen, Das ist. ja, na, fragen Sie. Gerne. Nein, reden Sie erstmal Satz zu Ende, Sie würden eher sagen. Nein, also als darbietende Lernform würde ich meine, ich weiß nicht, was ich würde eher sagen, dass ich Informationen vermittle, die dann für forschende entdeckende Lernformen einfach notwendig sind. Also, dass ich hier eine Geschichte erzähle, dem klassischen Storytelling entsprechend, in dem einfach Wissen, Erfahrung vermittelt wird und das verwende ich dann, um Selbstgeschichten beispielsweise zu schreiben oder um eben Geschichten zu dekonstruieren. Also, ich erzähle über die Französische Revolution und die Informationen, die ich da liefere, die werden später dann verwendet, um eigene Geschichten zu konstruieren. Dann wäre die Frage nochmal, weil das Beispiel, was ich nannte, stammt sozusagen aus einer unserer Veranstaltungen. Das ist ein Beispiel eines Users. Und ich habe das jetzt für den Zweiten Weltkrieg erwähnt. Wir kriegen das aber auch öfter als Rückmeldung, wenn es um die Themen Umbruch 1989, Revolution oder DDR insgesamt, Diktaturerfahrung, dass sich Lehrende schon auch miterzählen wollen. Ich habe jetzt Ihrer Antwort eher entnommen, dass Sie da so ein kleines Stopp gesetzt haben, das lieber auf eine andere Ebene heben, von der eigenen Person weg. Führen. Sehen Sie trotzdem eine Möglichkeit, sich selbst mitzuerzählen? Also, weil einfach aus der Unterrichtserfahrung Schüler fragen nach, finden das auch interessant, wenn sie etwas Man kann sich. erfahren über die Position. Und ist das nicht auch ehrlicher, wenn man sozusagen erzählt, wie man sich selbst einordnet? Ja, schon. Man kann sich ja nicht völlig rausnehmen aus der. Man ist ja Mensch, man hat politische Ansichten, man hat Erfahrungen und die kann man natürlich nicht Also gerade wenn wir in den Bericht, völlig. in den Bereich der Geistes, Ja. gerade wenn wir in den Bereich der Zeitgeschichte kommen, ne? Sie haben jetzt das Beispiel Genau. Französische Revolution gesagt, da können wir uns Ja, natürlich genau. von abgrenzen, aber. Da können wir das, naja, bis zu einem gewissen Grad. Also da stecken auch ideologische Ja. Interpretationen drin der Französischen Revolution, die man natürlich mitrezipiert hat und so weiter. Aber wenn es in die Zeitgeschichte geht, die man ja miterlebt hat sozusagen oder zum Teil miterlebt hat,
Da kann man sich natürlich auch nicht völlig rausnehmen. Ich würde aber trotzdem unterscheiden zwischen einem, der als Zeitzeuge sozusagen auftritt und einer, der dann versucht, objektiv, unter Anführungszeichen, ja, objektiv kann man nie sein, aber der versucht also verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Also wenn ich jetzt als jemand, der aus der DDR komme, diese Sache miterlebt habe, den Umbruch miterlebt habe, dann bin ich eher Zeitzeuge als Lehrer. Also ich muss versuchen, meine Positionen, ja, ich kann die nicht wegschieben, aber ich muss mich entscheiden, erzähle ich was über meine Erlebnisse, dann habe ich dieses Erzählen drinnen, dann muss ich das aber auch einbetten in den historischen Kontext, in einem weiteren Schritt. Das ist genau das, was die eine Userin gemeint hat. Läuft man nicht Gefahr, zu sehr in die subjektive, auf die subjektive Ebene zu kommen? Also ich interpretiere ja auch diese Ereignisse. Ich muss versuchen, dann meine eigenen Erlebnisse, Erfahrungen in einem gesamtgesellschaftlichen, historischen Kontext zu stellen und nicht nur auf dieser subjektiven Ebene belassen. Und das ist, glaube ich, doch zum Teil schwierig, ja? Gerade im zeitgeschichtlichen Kontext. Dann nochmal eine zweite Frage, bevor ich nochmal auf das forschend entdeckende Lernen kommen möchte. Wir waren gerade schon bei Erzählpositionen. Ich würde gerne nochmal auf Erzählthemen und Erzählformen kommen. Die konkrete Frage wäre, ich würde das gerne am Beispiel des Holocaust machen. Gibt es Grenzen des Sag- und Machbaren im Bereich des Storytelling, also nicht jedes Thema erlaubt jede Form. Sie haben gesagt, ich kann sozusagen ein Thema neu einführen mit einer Erzählung. Gibt es da noch etwas, was Sie sozusagen unseren User, Userinnen mitgeben könnten? Ja, also ich würde aufpassen, gerade beim Thema Holocaust, da gibt es immer wieder Unterrichtsbeispiele, wo man sich dann hineinversetzen soll in beispielsweise in Verfolgte, in KZ-Häftlinge etc. Ich glaube, dass das nicht möglich ist. Also hier wird Empathie falsch verstanden. Also das geht einfach nicht. Und da würde ich Abstand nehmen davon. Gerade diese Rollenspiele können oft in eine sehr, sehr, sehr falsche Richtung führen. Was nicht heißt, dass man Rollenspiele oder Briefschreiben etc. Nicht verwenden soll, aber bei bestimmten Themen scheint mir das sehr problematisch zu sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 14-Jähriger sich in die Anne Frank vielleicht hineinsetzen kann oder in ein Mädchen oder in einen Jungen, der im KZ sitzt. Also das würde ich nicht machen. Also das geht mir zu weit in eine sehr subjektive oder ja, in eine Empathieebene, die glaube ich nicht passt. Ja. Weil Sie gerade sozusagen das Alter von Lernenden erwähnt haben, können Sie hier nochmal sagen, gibt es bestimmte Altersstufen, die für bestimmte Formen des Historytellings geeigneter sind? Also auch das ist ja ein Teil eines Lernsettings, das Alter der Lernenden oder auch Lernniveaus. Ja. Also klar, ich denke, gerade das Fantasieren und das fiktive Erzählen, das man durchaus fördern kann, wie gesagt, bis zu einer bestimmten Ebene und dann muss das auch auf eine reflexive Ebene gehoben werden. Aber das ist für die Grundschule sicherlich sehr brauchbar oder für die Sekundarstufe 1. In der Sekundarstufe 2 sind die Fantasiegeschichten dann eher, ja, nicht mehr, glaube ich, so aktuell. Aber gerade dieses Fabulieren ist für Grundschulen und Sekundarstufe 1 besonders geeignet, denke ich. Aber immer mit dem Vorbehalt, dass immer diese Reflexion mit intendiert ist. Also das muss dann verglichen werden mit anderen Erzählungen. Das muss in einem historischen Kontext angesetzt werden. Und da kommt das Erzählen dann in Richtung anderer Methoden, anderer Unterrichtseinheiten. Da geht es dann nicht mehr nur um Erzählen, sondern da wird dann Information vermittelt. Die Information wird angewandt, um die eigene Erzählung dann zu dekonstruieren und so weiter. Als eine Möglichkeit, History Telling selbstentdeckend forschend einzusetzen, nennen Sie die Methode Learning History, die aus dem Wissenschaftsmanagement stammt. Ich zitiere hier wieder aus Ihrem Text, den Sie für werkstattbbw.de geschrieben haben. Können Sie das für uns ein bisschen haptischer machen, was Sie damit meinen? Naja, das ist eher,
eher im weiteren Sinn aus dem Wissenschaftsmanagement zu übertragen. Das bedeutet letztendlich, dass man aufzeichnet, wie ein Projekt verlaufen ist, dass man sozusagen die Geschichte des Projekts erzählt und hier überlegt, was war gut, was war schlecht, und man versucht das dann auch bei weiteren Projekten anzuwenden. Also es ist eine völlig anderes Erzählen als die klassische Form von History Telling. Also man dokumentiert sozusagen den Verlauf des Projekts und nutzt das dann für andere Projekte weiter. Also History Telling oder Storytelling ist ja auch ein Begriff, der sehr, 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 sehr vielfältig verwendet wird und alles Mögliche mit einschließt. Es geht ja bis zum Sprachunterricht und so weiter. Also das wäre eine andere Methode sozusagen, um zukünftigen Unterricht besser zu gestalten, um auch forschendeckendes Lernen, Projektarbeit besser zu gestalten. Also ein unterstützendes Instrumentarium zur Projektarbeit beispielsweise. Haben Sie hier vielleicht ein konkretes Beispiel, wo unsere User mal nachgucken könnten, wie sowas genau aussehen könnte? Also wir können das dann gerne auch als Link nachreichen hier im, oder können Sie es vielleicht Ja, noch mal kann man kurz erklären, nachreichen. wo Sie das Also, vielleicht selbst schon ausprobiert haben? naja, wenn wir beim Holocaust bleiben, wenn ich in ein Konzentrationslager fahre und dort dann sozusagen bestimmte Aufgaben erstelle, ein Setting, ein Lernsetting erstelle, und wir machen das durch, dann erzählen die nachher, was sie sozusagen erlebt haben dabei, was funktioniert hat, und man bespricht das durch, und das, was nicht funktioniert hat, wird durchdiskutiert und man überlegt, was man besser machen kann und so weiter. Also das ist gemeint mit diesem Learning History im Sinne dieses Wissensmanagements. Eine abschließende Frage zu diesem Bereich, bevor ich nochmal ganz kurz darauf kommen möchte, welche ja, erweiterten Chancen, aber vielleicht auch welche größeren, vor welchen größeren Herausforderungen wir durch die Digitalisierung stehen, ist die Frage nach der Lernumgebung, die ein verstärkter Einsatz von History Telling, bleiben wir ruhig beim Bereich der schulischen Bildung, nach der Lernumgebung, die ja, dieser Einsatz dieser Methode bräuchte. Brauchen Lehrende mehr Zeit, die narrative Zugänge in ihren Unterricht einbinden wollen? Brauchen sie mehr Zeit, die Methode einzuführen? Brauchen sie andere Technik? Wie würden Sie die ideale Lernumgebung beschreiben? Naja, vielleicht sagen wir, die Lernumgebung ist nicht ideal. Die gibt es jetzt nicht in der Schule. Man hat wenig Stunden, gerade in Geschichte, aber auch in politischer Bildung. Das heißt also, ideal wären natürlich mehr Stunden, gerade wenn man Geschichte erzählen in den Mittelpunkt rückt, History Telling in den Mittelpunkt rückt und diese selbstreflexive Ebene auch noch mit einbezieht, dann braucht das Zeit, weil man vergleichen muss, die Geschichten auch dekonstruieren muss. Was noch dazu kommt, ist, wenn man jetzt auf die digitalen Medien schaut, wenn man die einsetzen will im Geschichtsunterricht, dann, wir haben sie auch jetzt beim Web-Talk gesehen, braucht es auch Zeit, weil möglicherweise die gar nicht funktionieren. Also wir haben dann lange Anlaufzeiten, manchmal funktioniert das nicht. Hier müsste man sich etwas überlegen, wie man solche technischen Probleme also beheben könnte. Insgesamt gesehen bieten aber diese Lernplattformen wie Wikis, also dieses ganze E-Learning, doch sehr viele Möglichkeiten, Geschichte erzählen in den Mittelpunkt des Unterrichts zu rücken. Ich habe schon gesagt, also beispielsweise kann man gemeinsam Geschichten schreiben, man kann Materialien zur Verfügung stellen, auf die jederzeit zugegriffen werden kann, und man kann dann die eigenen Geschichten, man kann die eigenen Geschichten dann auf die Plattform stellen, man kann sie durchdiskutieren, man kann mit anderen diskutieren, man kann sie wieder verändern, kann die Vorschläge der anderen Schüler mit einarbeiten und so weiter. Also hier gibt es Unmengen von Möglichkeiten, wobei halt immer ein Lernsetting geschaffen werden muss, bei dem die Bereitschaft der Schüler und Schülerinnen auch zur Bearbeitung der Texte und zum Mitmachen gegeben muss. Manchmal wird so eine Lernplattform aufgemacht und die Schüler arbeiten eher mäßig mit. Also da sind dann drei, man sieht es auch bei den Studierenden, da sind dann drei Studierende oder drei Schüler und Schülerinnen aktiv, und die anderen halten
halten sich sehr, sehr zurück. Ja. Was noch dazu kommt, ist, dass es auch Grenzen geben könnte. Man sieht ja bei Untersuchungen, gibt es ja noch nicht so viele, aber das Internet wird beispielsweise sehr stark für Informationsgewinnung weiterhin verwendet. Ja. Und dahinter steht auch die Gefahr, dass sozusagen durch Copy and Paste Erzählungen zunehmend fragmentiert werden, dass sie zerstückelt werden und eigentlich keine Erzählungen mehr sind, wobei man sagen kann, manchmal steckt dahinter schon eine Erzählstruktur, die muss man aber erst herauskitzeln sozusagen. Dagegen lässt sich aber auch einwenden, dass das ja immer so war. Also bevor die digitale Welt erfunden wurde, gab es ja auch schon das Abschreiben und das Zusammenfügen, also dieses Copy and Paste, nur ist es jetzt halt leichter geworden. Also das hat sich nicht verändert und letztendlich muss man schauen, dass das eben nicht in dieser Form passiert, sondern dass das doch Strukturen hineinkommen. Und das ist auch wieder eine Frage des Unterrichts und der Methoden, die man verwendet. Ja, ich hätte noch zwei Fragen an Sie und im Chat ist noch eine User-Frage eingelaufen, die wir auch gleich beantworten. Meine Frage ist, knüpft nochmal an digitale Tools und wofür wir sie genau brauchen. Sie haben jetzt schon sehr gut klar gemacht, dass Sie eine ganz große Chance in der Möglichkeit von User-Generated Content, kollaborativen Arbeiten an einer Geschichte sehen. Es gibt natürlich auch noch den Seiteneffekt oder die Herausforderung, dass uns durch die Digitalisierung plötzlich riesige Materialpools zur Verfügung stehen. Das sind oft unsortierte Geschichten. Ich nenne jetzt nur mal als Beispiel die Europeaner oder auch Materialsammlungen von privaten Foto- und Filmaufnahmen wie das Portal Wir waren so frei. Da geht es auch um inhaltlich um sozusagen Umbrüche 1989-90. Also an sich tolle Projekte, in denen viel Material eingesammelt wird. Europeaner ist ja auch so eine Mischform. Da können Archive sozusagen Materialien einstellen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger Europas werden aufgefordert, zum Beispiel zum Themenbereich 1914, 1918, Erster Weltkrieg, Fotos hochzustellen. Sie können auch sozusagen Opas Soldatenhelm fotografieren und dort. Aber das sind sozusagen unverknüpfte, vielleicht nicht mal mehr Erzählungen, sondern ich habe nur ein Teilstück einer Erzählung. Das ist so der eine Bereich, ein unheimlicher Materialpool und natürlich auch, die Gefahr von Manipulation, also das Netz als natürlich auch Raum für rechtsextreme Erzählungen, rassistische Erzählungen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Da braucht's, Bettina Lavi hat auch darauf hingewiesen in einem Buch, da braucht es Kompetenzen, die vermittelt werden müssen. Also es geht hier auch darum, wie nutze ich diese ganzen diese Informationsflut, wie gehe ich um mit all den Geschichten, die auch im Netz zu finden sind. Das heißt, da muss der Lehrer, die Lehrerin aktiv werden und versuchen, diese Kompetenzen einfach zu vermitteln. Und was noch dazu kommt, es lohnt sich auch selbst sozusagen für die Schüler und Schülerinnen Vorschläge zu machen, wo sie hingreifen sollen, wie sie suchen sollen, was sie suchen sollen. Also hier muss man schon bis zu einem gewissen Grad lenkend eingreifen und auch ständig trainieren. Also diese Medienkompetenz ist nicht einfach gegeben, indem man einmal sagt, heute in dieser Stunde machen wir die Medienkompetenz und dann seid ihr fit für das Netz, sondern das muss ständig wieder trainiert werden. Das muss in verschiedenste Themen eingebaut werden. Man muss hier ganz, ganz klar sagen, dass man sozusagen ohne Führerschein, unter Anführungszeichen, hier nicht die Schüler einfach losschicken kann. Gerade die Informationsflut und eben die Gefahr des Rechtsextremismus ist ganz groß. Ich weise darauf hin, auf diese eine Plattform, die wie Wikipedia aufgebaut ist, Metapedia, glaube ich, heißt die. Die ist in Deutschland verboten, vom Verfassungsschutz verboten. Bei uns in Österreich kann man da zugreifen. Die ist sehr professionell gemacht und die Schüler und Schülerinnen greifen zu und übernehmen da möglicherweise auch Informationen, obwohl die rechtsextrem sind. Also hier muss deutlich die Medienkompetenz geschult werden.
Hätten Sie denn noch einen Tipp für Lehrende? Das wäre jetzt meine letzte Frage und dann würde ich aber noch auf die User-Frage von Monika Rea kommen. Hätten Sie noch ein, zwei Literaturtipps für Lehrende? Sie haben gerade schon Frau Alavi erwähnt, Medienschulung, Medienkompetenz, Training, Auswahl innerhalb der Informationsflut, wo sich Lehrende vielleicht auch mit besonders starkem Bezug zu dem hier diskutierten Grenzen und Chancen von Historytelling informieren könnten, also zwei Anknüpfungspunkte. Wir können das auch nochmal nachreichen in Form eines Links oder einer genaueren Literaturangabe. Sie sagen, Sie haben ja auch am Anfang erwähnt, als ja, Entschuldigung, die Basler Konferenz erwähnt. Genau. Vielleicht gibt es da irgendwelche. Ja, also wenn man auf die Basler Konferenz zurückgreift, da gibt es also einen Webblog, der heißt Public History Weekly, von Oldenburg und de Gruyter herausgegeben. Da kann man, da spielt das Erzählen immer wieder eine Rolle. Also da sollte man mal drauf gehen und schauen, Public History Weekly einfach reingeben und der internationale Blog, der immer wieder mit Geschichtserzählungen, da werden immer wieder Geschichtserzählungen thematisiert. Für das Internet oder für digitales Lernen ist zu empfehlen ein Buch von Marco Demandowski und Christoph Balaske, das vor kurzem herausgekommen ist, im letzten Jahr, digitales Lernen im oder Geschichtsunterricht im digitalen Zeitalter, so ähnlich heißt das. Und naja, für Erzählungen kann man noch immer Baricelli, Michele Baricelli, das ist sozusagen der Klassiker schon geworden, Geschichten erzählen, empfehlen. Da lernt man auch sehr viel, würde ich sagen. Aber ich suche gerne noch eine Literaturliste heraus, die wir dann also nachreichen können. Muss noch ein bisschen drüber nachdenken, was da alles brauchbar wäre. Ja. Dann von meiner Seite schon mal vielen Dank. Ich würde jetzt noch mal die Frage, die hier im Chat eingelaufen ist, aufgreifen wollen. Am Anfang sprachen Sie von historisch-politischer Bildung. Im Laufe des Interviews legen Sie den Fokus auf historische Bildung. Wenn man beide Fächer trennen muss, und Sie sind ja Didaktiker für Geschichte und politische Bildung, welche Szenarien entwickeln Sie für ein Fach Gemeinschaftskunde oder Sozialwissenschaft oder Politik-Wirtschaft? Also wir haben viel über Themen wie Holocaust, DDR gesprochen. Gelten für Fächer wie Gemeinschaftskunde, Sozialwissenschaft, Politik, Wirtschaft noch mal ganz andere Regeln. Was könnten Sie dazu noch Naja, sagen? ich trenne nicht wirklich zwischen Geschichte und politischer Bildung. Das Problem ist, denke ich, dass wenn man von Identitätsbildung redet im Zusammenhang mit Geschichten erzählen, dass der Begriff des Bewusstseins oder des in der politischen Bildung noch nicht so einen Run hat, sozusagen wie in der Geschichtsdidaktik. Ich weiß, da gibt es Ausnahmen natürlich, wenn ich an Dirk Lange denke, aber ansonsten wird man da nicht fündig oder nur sehr schwer fündig. Zunehmend wird es auch mit dem konzeptuellen Lernen auch indirekt das Geschichtsbewusstsein mit das politische Bewusstsein mit reingebracht. Aber deswegen sind wir wahrscheinlich immer mehr in diese Richtung Geschichte abgedriftet. Ich denke aber, dass beide Bereiche also mit Erzählen verbunden werden können. Auch das politische Erzählen. Ich habe es ja am Anfang eben deutlich gemacht, dass das Erzählen von Geschichten die offene Gesellschaft als demokratisch legitimiert oder demokratisch legitimieren sollen, dass die wichtig sind. Ich glaube, dass beide Fächer, also mit Erzählen, also ganz in enger Verbindung stehen. Deswegen glaube ich auch, dass Fächer, also Integrationsfächer wie Gemeinschaftskunde oder Sozialwissenschaft oder Politik und Wirtschaft durchaus Sinn ergeben und dass man da, wenn man historisch-politische Sinnbildung mit einbezieht, hier viele Anknüpfungspunkte zu finden sind. Die Geschichtsdidaktiker und die Politikdidaktiker oder die meisten werden sich wahrscheinlich sehr wehren, wenn man sagt, beide machen das Gleiche oder Ähnliches. Die grenzen sich noch immer sehr stark ab und sowohl für die Geschichtsdidaktik als auch für die politische Bildung ist ja das eigene Fach, eine eigene wissenschaftliche Disziplin und das ist oft ein bisschen ein Problem, um dann zusammenzukommen. Aber ich glaube, dass es sehr viele Überschneidungsbereiche gibt. Möglicherweise kann Geschichte auch viel abdecken, was politische Bildung
will, und auch umgekehrt. Auch politische Bildung muss ja sozusagen auf die Kategorie Geschichte zurückgreifen und auch da wird vieles abgedeckt. Gerade wenn man einen breiten, also wenn man politische Bildung oder Politik sehr breit versteht, also nicht nur auf Parteipolitik bezieht, auf politische Entwicklungen, sondern wenn man zum Beispiel, und da sind wir vielleicht bei der Esskultur und so weiter, wenn man auch Esskultur als politisch betrachtet. Also wenn wir uns anschauen, dass unser feines Essen, also unser Service, das wir heute, wenn wir irgendwo hingehen mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, mit Tischschmuck, der nicht zu hoch ist, weil er dann die Kommunikation beeinträchtigt. Wenn wir berücksichtigen, dass diese Form des Essens eigentlich im 19. Jahrhundert als Trainingslager sozusagen der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist und ein anderes Service à la Française abgelöst hat, also ein Service, das für das Ancien Régime gestanden hat, dann wird das Ganze politisch und somit haben wir also eine enge Verbindung von Geschichte und politische Bildung zum Beispiel. Aber das müssten wir jetzt genauer ausführen. Dafür ist leider nicht mehr die Zeit. Aber auch da haben wir einfach Gemeinsamkeiten. Herr Helmut, Sie haben jetzt gerade schon mit Ihrem Verweis auf Ess- und Trinkkultur den Bogen zum Beginn unseres Web-Talks geschlagen. Und ich würde jetzt diesen Web-Talk schließen wollen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir haben also heute gelernt oder darüber gesprochen, dass Dekonstruktion allein nicht reicht für das historische Lernen und die historisch-politische Bildung, die Ausbildung eines politischen Bewusstseins. Dass es aber sozusagen ja die Schulung von Selbstreflexivität braucht. Es braucht den mündigen Bürger. Wir müssen uns auf die Suche machen nach besseren Erzählungen, nach plausibleren, nach demokratischen Erzählungen. Ja, und das braucht sehr wache Augen, wie Sie gerade gesagt haben, einen neuen Blick auf zum Beispiel so etwas wie unsere Ess- und Trinkkultur. Es braucht vielleicht auch Zeit, braucht neue Methoden. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Helmut, für diese Anregung. Wir werden noch mal ein paar Links nachreichen. Und ich freue mich auch im Nachgang zu diesem Web-Talk über Ihre Kommentare unter dem Text von Herrn Helmut. Und wenn da viele Fragen noch einlaufen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Herr Helmut vielleicht auch noch mal bereit ist, da weitere Fragen zu beantworten. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Und Danke. auf Wiedersehen nach Salzburg. Ja, danke.